Hey und so weiter draußen, ich bin's Jan. Ich bin's Steffen. Und heute haben wir ein richtig nices Video. Wir öffnen die brandneuen FIFA 365 2019. 2019, ich hätte fast 2018 gesagt. 2019 Adrenalinkarten German Edition. Jeder ein Blister mit 30 Karten plus 2 Extrakarten. Und dann bilden wir uns aus den Spielern, die wir gezogen haben, ein Team bei PES 2019, dem brandneuen Spiel. Und werden dann gegeneinander spielen. Seid gespannt. Ich habe extra ein paar Trikots und so erstellt. Also es sollte wirklich nice werden. Gebt einen Daumen nach oben, Abo nicht vergessen. Und wir sind gehypt auf diese neue Serie. Wir nehmen das jetzt hier donnerstags auf. Also ist gerade Release Day von PES und von FIFA 365 Adrenalinkarten. Also wir sind gespannt. Wir werden euch auf jeden Fall mit diesen FIFA 365 Karten in den nächsten Tagen und Wochen voll spammen. Da kann ich euch auch mal versprechen. Und ich habe hier Pjanic, das sieht man ja schon. Steffen hat Gareth Bale. Und ich habe ihm auch gesagt, vielleicht können wir auslosen und so, aber er meinte nein, weil wir haben die getrennt gekauft. Steffen hat sich einen Bale gekauft, bei mir gab es nur Pjanic. Ich habe ja schon eins geöffnet auf dem Kanal. Und einen Pjanic verlost. Also, das ist auf jeden Fall die Story. Deswegen Pjanic und Bale sind auf jeden Fall schon mal in unserem Team. Und ich würde sagen, wir beginnen gleich mal, bevor ich hier noch weiter laber. Ja. Wir haben hinten das ein bisschen schon aufgekarrt, damit wir das einfach aufbekommen. Und was es ja jetzt bei diesen neuen Karten zum ersten Mal gibt, sind Die-Cut-Logo-Karten. Also darauf bin ich wirklich gespannt. Ich würde sagen, wir... Steffen braucht noch ein bisschen. Ja, ich würde es hier schön machen. Ja. Also das sind unsere Captains, sage ich mal. Wollen wir sie wirklich Captain machen? Ja, das sind unsere Captains. Gareth Bale. Und Pjanic von Juventus Turin und Real Madrid. Also richtig nice. So, legen wir schon mal hin. So sehen die von hinten aus übrigens. Ja. Guck mal, der ist einfach Mittelfeld und Sturm. Das ist auch neu. Das ist das überhaupt gut. Ja. Krass. Meiner ist nur Mittelfeld. Okay, und dann mein Logo ist Napoli. Ihr seht schon, Die-Cut. Ich glaube, es gibt eine von diesen Die-Cut-Logo-Karten in jedem Blister. Und die haben eigentlich schon einen ähnlichen Effekt, Karteneffekt wie Limis. Wen hast du? Rat mal. Ich sag Schalke. Ich sag Real Madrid. Oh, Bayern München. Ich wollte Bayern sagen. Aber was? Wir haben das Real Madrid von Deutschland. Damit waren wir beide richtig. Ja, du hast Schalke gesagt. Ja, deutsche Team. Ich habe Schalke gesagt, deutsches Team. Du hast Real Madrid gesagt. Plus 5 geben die. Okay. Die sehen ja mega geil aus. Ja, die sind richtig geil und die fühlen sich auch geil an. Okay, ich würde sagen. Okay. Okay, und jetzt haben wir also jeder 5 Päckchen. Mal schauen, ob wir Rares bekommen oder so. Öffnen wir gleichzeitig, gell? Ja, jeder mal so ein Pack. Die gehen ja gar nicht auf. Sind die schon so perforiert Steffen, wie die Magitex, aber Steffen hat Trainingslager ausgelassen und ist noch nicht bereit für die neue Saison, Kartensaison. Okay. Gekommen. Also, ich habe als erstes Philippe Luis. Und ich habe Roman Bürki. Nicht schlecht. Mega nice aus die Karten. Und direkt den nächsten Torwart. Ich habe Bressan. Ich beschwere mich über keine Torhüter. Ah, ja, stimmt. Ich muss erstmal einen Torwart bekommen. Ich habe einen World Cup. Ich habe German Star Leroy Sané. Richtig, und ich habe FIFA World Cup Heroes Dejan Lovren von Kroatien. Das heißt, diese gibt es nur in der German Edition. Diese ja, deine sind exklusiv für German Edition. Da habe ich noch eine umgedrehte Karte. Was? Also nehme ich keinen davon, oder? Nee. Ich habe hier Real Madrid. Nee. Wir machen Strich einfach alle gleichzeitig. Nee. Oh, ich habe Asensio. War der auch auf deinem Bild drauf? Ich glaube schon, ja. Dann habe ich Steven Bergwijn von Eindhoven. Ich habe Diarra und das nächste ist World Cup Heroes. Ich habe Dahoud. Wieder. Oh ja, wir haben beide Kroaten bekommen. Und du hast Lovren, gell? Ja, ich habe Lovren. Zwei kroatische Verteidiger, richtig, nein? Achso, okay. Ich würde sagen, wenn wir beide die gleichen Spieler bekommen, dann der als erstes gezogen hat, das Recht, Ding zu sagen, vorzuziehen, wenn man nicht nimmt. Ja, okay, aber. Sollte eigentlich nicht zu wahrscheinlich sein, aber man weiß ja nie. Jetzt habe ich das Pack auch bekommen, einfach. Okay. Ich habe hier von City habe ich Bernardo Silva. Ich habe Zika. Zia, was auch immer. Ich drehe mal ganz um. Da habe ich hier Sofian Hani. Ich habe Felipe von Porto. Da haben wir Barrios. Mach ich, dreh ich ganz um. Ja. Was? No. Daniel Schwab. Halt bei richtigen Kamera. Oh, sorry. Bei PSW. Eindhoven. Ich habe eine Logokarte. Ich
Boca Juniors. Dijkert, richtig nice. Ich hab, Marc-André Ter Stegen. Guter Torwart. Ich hab auch einen Deutschen, Jerome Boateng. Nice Karte. Jerome Boateng. Als nächstes die Karte, und zwar ist es Thomas Delaney. Das ist das New Signing oder so. Impact Signing. Ich hab noch Magaya. Fühlt sich richtig nice an. Und achso, letzte Karte. José Jiménez, Defensive Rock. Und die Karten sehen auch richtig nice aus. 60% Zweikämpfe gewonnen. Okay. Und das sind wieder mal zwei Special-Karten in einem Teil. Drittes Deck. Ja, meistens. Ich glaube auch manchmal. Ich hatte eben gerade jetzt nur eine. Sieht super geil auch, finde ich. Irgendwie sehen die Packs so grün aus irgendwie in dem Video. Gleich ist der Bildschirm. Machen wir mal schneller. Oh, sorry. Steffen. Okay, Brozovic. Steffen Meunier. So, als nächstes Konoplyanka von Schalke. Was mache ich jetzt? Ich habe hier von Gremio habe ich Jael. Dann habe ich auch eine, wo kein Spieler draußen wird. Irgendwas. Kein Logo, aber ohne Abia. Position. Und zwar Juventus Turin, Milestone. Viertes italienisches Double in Folge. Ich habe Raul Albiol. Das ist Einseitigkeit, sage ich. Se Luis. Dani Alves, nice Karte. Und ich habe noch Franz Beckenbauer. Gibt's den? Gibt's den? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Cicero. Und das letzte ist Bernardo Silva, den hast du schon, gell? Ja, den nehme ich mir auch. Bernardo Silva, okay. Okay, nächstes Pick. Ich habe hier von Porto habe ich Otavio. Ich habe Sergio Aguero, richtig nicer Stürmer. Ich habe immer noch keinen Torwart gezogen. Dann habe ich Antoine Griezmann, World Cup Heroes. Zwei krasse Stürmer in Folge. Kann nicht sein, ich habe Diawara. Dann habe ich ein Logo als nächstes. Ich habe Sergio Busquets. Und zwar das von gut. Bayern München. Einfach zweimal in einem. Ja, das ist natürlich Pech, aber... Dann Saul. Schenko. Julian Weigel. Felipe Coutinho, auch ein nice. Oh, Spieler. der Coverstar von Pels. Und noch ein Verteidiger. Und ich habe Harry Kane. Nice. Fabra. Harry Kane, also diese World Cup Karten gefallen mir richtig gut. Ich weiß gar nicht. War das schon dein letztes Pack? Die gibt's gar nicht. Ich weiß, nein, noch eins. Wo ist das? Achso, am Rand. Ich dachte schon, ich werde so langsam. Ja, aber ich brauche jetzt einen Torwart. Ich habe keinen Torwart. Kein Torwart? Nein. Boah, ich habe bestimmt drei oder vier Torhüter. Ist ja richtig bitter. Ey, wenn ich jetzt keinen ziehe. Oh, ich habe einen guten Außenverteidiger. Jordi Alba. Das macht gar keinen Spaß, wenn ein Feldspieler. Maxi Pereira. Oh, Lionel Messi. Tricks. Der kommt ins Tor. Und du hast noch einen Torwart. Achso, ich warte auf dich. Ehrlich von Cavani. Cavani. Ich habe einen Torwart und Manuel Neuer. German Star. Also, den hättest du dir wahrscheinlich auch gewünscht. Welchen Torwart hast du? Was hast du noch für Torwart? Ich habe noch. Bürki. Oder? Ich habe Bürki, Ter Stegen habe ich auch noch. Neuer. Okay. Dann Kagawa. Dann habe ich Angel Di Maria. Nice. Bonucci, richtig nice Innenverteidiger. Und als letztes noch ein Stürmer. Oh, Marek Hamšík. Also Dybala noch am Ende. Richtig starke Spieler, aber kein Torhüter, Mann. Ich kann dir einen abgeben vielleicht. Willst du einen haben von mir? Ich tausche ihn gegen Messi. Aber was? Ah, nee, egal. Doch, ich kann ihn abgeben, das geht schon. Ich gebe dir meinen schlechtesten Torwart ab. Damit es auch nicht zu unfair wird im Spiel. Ja, Birki ist oder so. Ja, mal gucken, wenn ich hab's. Okay, also, das war das Pack-Opening. Wir gehen jetzt an die Konsole, werden unsere Teams vorbereiten, unsere Teams. Ich glaube, wir haben richtig starke Spieler gezogen. Das ist halt bei der Serie, da gibt es viele Stars. Und ich denke, das werden ein paar gute. Ronaldo haben wir nicht gezogen. Nee. Aber Messi dafür. Coutinho, kein Neymar. Und ja, wir sehen uns gleich wieder bei PES 2019. Okay, Leute, wir sind im Spiel. Ihr seht die Felddienstarena von draußen und jetzt von drinnen. Team Steffen zu Gast bei Team Jan. Also, ich bin gehypt. Oder wir sind so gehypt. Oh, ich bin gehypt. Leute, schaut mal, wie diese Spieler rauslaufen. Schreibt mir in die Kommentare, was sagt ihr zu den Trikots? Hier, ich habe mir Nike-Trikots gegeben. Steffen hat Adidas. Sieht mega nice aus. Also die Präsentation und die Grafiken sehen auf jeden Fall nice aus. Jetzt mal, die Fans sind am Ausrasten. Für Team Jan, das ist Team Steffen. Und Team Steffen mit den Schalen. Aber hier mit den Spielern auch richtig,
Ja, sieht schon nice aus. Lionel Messi am Start für mich. Hier, boah. Griezmann. Coutinho. Griezmann, Dybala. Bale. Ah, sieht schon nice. Und die Flaggen. Team Jan. Team Jan, ihr wisst. Fels Arena auf Schalke. Ihr seht hier meine Aufstellung. Thomas Meunier im Tor. Viererkette, zwei Mittelfeldspieler und vier Offensive. Also, wer ist denn Rechtsverteidiger? Ischenko, der kam von Moskau. Das war der einzige so richtige Rechtsverteidiger. Boah, Teamchef, mein Team seht ihr jetzt. Richtig nice. Neuer, guter Abwehr. Freut mich. Mittelfeld auch okay und der Sturm einfach fantastisch. Ja. Und die Bank seht ihr. Ein paar Spieler, die ich nicht gezogen habe, aber also, einfach so. Du hast halt zu viele. Braucht man auf der Bank. Ja, Meunier-Tor. Also, du hast halt den Vorteil, du hast einen richtigen Torhüter im Tor. Und dann noch mal ein neuer. Ja, das ist sowieso. Thomas Meunier ist halt zumindest 1,90 groß. Okay, ich in weiß, Steffen in schwarz, los geht's. PES 2019. Okay. Das ist übrigens auch die erste Partie, die wir hier gegeneinander beim neuen Spiel spielen. Generell die erste Partie. Generell die erste Partie, die wir richtig spielen. Ich habe ein bisschen angezockt, zwei, dreimal ran, aber jetzt auch noch nicht ganz. Also jetzt auch brandaktuell draußen. Oh! Was ein Schuss. Was eine Chance. Hier Messi. Außen Cavani. Und wer war das denn in der Mitte? Ich glaube. Jo, Harry Kane war das. Harry Kane. Ja, um wieder aussieht. Komm, durch. Ja. Stark. Cavani. Nein. Sehr gut, Neuer. Oh, das war so dumm. Elva. Freistoß oder Elva? Ein Freistoß, oder? Das war Elva. Ja, jetzt bin ich gespannt. Also der hat Elva. Gezeigt, Elva. Aber es sah irgendwie... Das war so dumm. Ich glaube, der gibt Freistoß. Ich wollte faires Tackling machen. Ich glaube, der gibt Freistoß. Nein, das ist Elfmeter eindeutig. Obwohl. Eigentlich schon, ne? Ich glaube, der gibt Freistoß. Ich wollte faires Tackling machen und dann... Okay, ihr seht hier noch die Anleitung. Ich weiß nicht mal, wie ich springe. Ey, das war so ein unnötiger Elfmeter. Hier kann ich Schütze wählen. Boateng soll nicht schießen. Yo, Messi, 99 Elfmeter. Okay. Okay, das war locker viel zu fest. Nein, oder doch nicht? Ich freue mich, man springt nicht wie in FIFA, das kann ich euch sagen. 1-0. 1-0, Team Jan. Das war so ein unnötiger Elfmeter. Vor allem so, du läufst vom Tor weg und ich. Ja. Der ist so ein fitzelschönes im 16er. Und genau da faul ich dich natürlich. Komm, verteidigen. Ja, komm. Oh. Und Thomas Meunier hier. Das erste Mal eine annähernde Chance überhaupt für mich. Und das in einer halben Stunde. Gelb. Komm, das ist gelb, aber eben das nicht. Okay, zweites Foul von Messi. Ich wollte doch einfach nur einen Mann an den Ball kommen. Oha, wie lange. Okay. Ich war so verwirrt. Ich dachte gerade, falscher Freistoß oder so. 1-0 durch den Elfmeter. Ja. Also, ich sag mal so, ich hatte glaube ich schon mehr Chancen. Ist auch Chancen. Ja. Aber auch keine andere. 4-0 Schüsse. Aber. Aber bis auf den Elfmeter auch keine Chance. Man denkt, der muss reingehen. Okay, zweite Hälfte. Oh, sorry, hoffen wir mal, dass es ein bisschen besser wird. Ja. Bisher war es noch nicht. Die beste Partie, sag ich mal. Komm, vor allem die Klasse Pässe durch. Auf Messi. Auf Messi. Schieß. Messi. Nein. Ich bin gespannt. Ich bin auf jeden Fall stolz auf Thomas Meunier, dass er eine Halbzeit ohne Gegentor. Muss man auch jetzt mal schaffen. Und? Wenn man davon spricht, 1-1. Jawohl, Philippe Coutinho. Haben wir doch den Ausgleich. Da wird es auch einmal ganz schön still hier. Spaß. Einfach, was soll man sagen, war einfach einmal schießen und da macht der Torwart nichts mehr. Ja, aber das ist nicht mal gesprungen, oder? Ich weiß, bin mir da nicht. Muss ich mir nochmal anschauen, auf jeden Fall. Team Steffen. Jedes Tor. Einfach ein Pass und dann mit dem Dribbling an allen vorbei. Ja. Das ist natürlich stark gemacht. Und dann, er ist gesprungen, als er bald schon im Tor war. Also die Reaktionszeit von Thomas Meunier war jetzt nicht... Perfekt, aber... Weißt du, was ich meine? Also wenn...
so ein Freistoß gepfiffen wird, bis der ausgeführt wird, dauert es ziemlich lang. Hier. Yeah. Taktik. Schieß! Und. Schieß! Nein! Messi. Nein, Messi! Nein! Scheiße, da hinten! Stark! Oh, Freistoß. Oh, Freistoß. Da hat der Boateng, glaube ich, war es noch. Abseits aufgehoben, okay, gelb. Ja, da war irgendwo. Und ganz anders. War zu Recht, auch wenn er es nicht verstehen kann. War okay. Ey, eigentlich, wenn ich den jetzt aufs Tor krieg, dann hat der eine gute Chance reinzugehen. Ich weiß aber nicht, wie man Freistoß schießt. So vielleicht? Oh, oh, oh nein! Oh, was? Dybala! War denn nicht? Die Fans kommen aufs Spielfeld gerannt. Oh mein Gott, was ein Tor. War denn nicht in den Köpfen einer Mauer? Der ist abgefälscht. In Winkel, am Meunier war fast dran. Props an Meunier. Also. Abgefällt vom Kopf. Oh mein Gott. Was soll denn, was ist das für ein... Was ein Schuss. Komm, letzte Sekunde, letzte Chance. Ich muss noch den Ausgleich schaffen. Nein! Sieg! Gut gespielt, aber zwar vor allem das erste Tor lag am Torwart, würde ich sagen. Und das zweite, ich dachte schon, der wäre so in der Mauer, aber ich mich schon aufregen. Team Jan ist da traurig. Ich fand, ich hab nicht eine Scheiße gespielt. Na, hast du nicht. Ich fand auch, du warst das bessere Team, um ehrlich zu sein. Messi hatte ein paar Chancen. Vor allem in der ersten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit vielleicht nicht mehr ganz, aber in der ersten Halbzeit Kane mit seiner Chance, Messi Pharma, aber ja. Ja, war gut. Am Ende, interessantes Spiel. Den hätten wir auch mal reinmachen können. Zwei Standards entscheiden die Partie, würde ich sagen. Wobei, ja, eine bei dir. Zwei Standardtore. Beziehungsweise ein Standard hat auf jeden Fall das Spiel entschieden, deiner. Ja. Mit ein bisschen Hilfe von meinen Verteidigern, mit den Köpfen. Aber ja, das war's von uns. Ja, richtig. Gebt nice. Auf jeden Fall einen Daumen nach oben, Abo nicht vergessen. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann machen wir das bald nochmal. Ja, oder? Auf jeden Fall. Ich freue mich drauf. Anregungen, schreibt doch mal über die Trikots in die Kommentare, weil ich habe ein bisschen Arbeit reingesteckt. Die sehen mega nice aus, finde ich. Ja. Vor allem das sieht gut, aber auswendig. Schlicht, aber trotzdem nice. Ja. Und ja, auf jeden Fall, uns hat Spaß gemacht zu filmen. Ich hoffe, euch hat auch Spaß gemacht. Schlicht viel Arbeit drin. Und ja, dann war's das. Wir sehen uns bald wieder hier bei Buddies United. Ciao. Ciao.